Oh, Herbst, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich bunte Blätter liebe. Ja, bunte Blätter. Die könntest du ja demnächst, wenn du sie mal wieder auf der Straße triffst im Herbst, einfach wieder mit in die Praxis nehmen. Dann haben wir wieder was zum Operieren, oder? Ja, komm. Wenn wir schon Gummihühner irgendwo schon verbraucht haben, brauchen wir ja irgendwo eine Alternative, oder? Was man in die Patienten reinlegen kann. Das saugt das ganze Blut auf. Ja, ist doch schön. Herzlich willkommen zurück zu My Universe, mein Krankenhaus. Bitte in Anführungszeichen mein Krankenhaus, weil das andere kann man hier in diesem Falle nicht sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon mittlerweile den 5. Part hier und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe und das ist so fernab von Krankenhausrealität, bitte nur noch in Anführungszeichen. Das mache ich jetzt in Zukunft, auch wenn ich euch begrüße. Und vergiss Halloween nicht. In der Tat, gestern habe ich ein Waschbärkostüm für mich und meine Enkelin gekauft. Oh, das ist süß. Könnten wir für einen Moment zur Arbeit kommen? Nee, das macht man hier nicht. Arbeiten ist hier ganz, ganz abwegig. Oh, alles klar. Wir fangen mit tollen Neuigkeiten an. Es war eine lange Nacht gestern, aber wir haben es geschafft, die Notaufnahme in Ordnung zu bringen. Ich kann es kaum erwarten. Legen wir los. In Ordnung. Also Dr. Pierce ist in der Frühschicht mit Pfleger Julio. Und am Nachmittag ist es bis zu... Dr. Davis und Pfleger Alex. Allein? Denkst du wirklich, dass wir darauf vorbereitet sind? Du kannst jederzeit... Rocco um Hilfe bitten, wenn du... Dr. Carlson! Psst! Wachen Sie auf! Unsicher? Was? Wo? Oh! Nun, um ehrlich zu sein, gibt es nichts Wichtigeres zu sagen. Also, lass uns... Dr. Carlson, wollten wir heute nicht über die Prüfungen der Studenten sprechen? Nee, der Dr. Carlson, der muss jetzt zu einer wichtigen Operation. Einer Lebertransplantation. Der ist nicht so schlimm, wenn er da kurz mal einnickt, oder? Wenn der Patient offen liegt, ist ja alles weich in dem Patienten. Wenn er da mal ganz kurz... Es ist wie, als wenn man irgendwie in einen Teller Pudding fällt. Dann wischt man sich das Blut wieder ab und dann geht's weiter. Ne? Aber gut, über die Prüfung können wir auch reden. Oh, tut mir leid. Ich bin so geistesabwesend. Nun, in 3 Tagen hast du deine Prüfungen. 3 Tage? Oh je, ich hoffe, dass ich nicht vergessen werde. Ich hoffe, dass ich das nicht vergessen werde. Entschuldigung, falsch gelesen. Ich schätze, das Leben ist gerade hart für dich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wohl ist, so ganz ohne Talent leben zu müssen. Alle in diesem Krankenhaus können sich vorstellen, wie es ist, ohne Talent leben zu müssen. Hey, das würde ich auch sagen. Meine Damen und Herren, wir sind hier in einem Krankenhaus. Bitte versucht wenigstens professionell zu bleiben. Apropos professionell, Dr. Carlson, sie schlaft schon wieder! Ich hol dir einen Kaffee, Karl. Okay, fangen wir an, meine Lieben. Was ist das für ein Krankenhaus? Wir brauchen einen Arzt im Arztzimmer. Ein Patient wartet dort auf einen Arzt. Ich auch, immer noch. Okay, ab ins Krankenzimmer. Ab ins kranke Zimmer. So, ist das hier richtig? Ja, gut. Oh Mann, ey. Aber wenigstens haben wir Spaß, oder? Statt zumindest in den Kommentaren auch drin. Wenigstens können wir gepflegt drüber lachen. Dieses Spiel ist absolut überhaupt nicht ernst zu nehmen. Es ist eine Comedy. Es ist ein Comedy-Spiel. Nicht wahr? Wer sind Sie eigentlich? Guten Morgen, wie kann ich... Oh. Ach, der Hausmeister! Ja, ich bin es, der Hausmeister. Okay, wie kann ich Ihnen helfen? Lass mich raten, ein Geist ist in ihn gefahren und hat ihn von innen total aufgewühlt. Mein Kopf tut etwas weh. Vielleicht liegt es daran, dass Sie zu oft auf den Kopf gefallen sind. Deswegen hören Sie auch die ganzen Geisterstimmen und sehen Dinge, die nicht da sind. Dass du ständig trinkst. Dass du es ständig trinkst. Doktor, wie auch immer dein Name ist. Es ist nicht dein Job, meine Gewohnheiten zu beurteilen. Okay, okay. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Fangen wir mit der Untersuchung an. Na schön. Ich hoffe nur, dass mein Kopf nicht verflucht wurde. Doch, deswegen hast du ja keine Haare mehr auf dem Kopf. Eindeutig Zigeunerfluch.
War das jetzt rassistisch gegenüber Zigeunern? Das war ein Witz, Leute. Oh, kommt schon. So, Symptom. Oh, der hat 4. Ich muss mich vielleicht bald übergeben. Ja, aber bitte nicht hier. Bitte macht es zu Hause. Mir ist häufig schwindelig. Ich schwitze, obwohl es draußen kalt ist. Ich habe Kopfschmerzen und vielleicht werde ich vom Gespenst verhext. Ich finde, das letzte passt am ehesten zu ihm. So, das da, oder? Na gut, danke, Doc. Und bitte trink viel. Eben hat sie noch gesagt, sie trinkt zu viel. Aus Wasser. Was aus Wasser? Was ist los hier? Jetzt können sie es noch nicht mal richtig vernünftig artikulieren. Ich dachte, das ist mein Spezialgebiet. Ja, Mama. Oh, guck mal, perfekt. Yeah. So, ich muss auf den Pfleger wechseln. Aber es gab doch gar keine Durchsage. Vielleicht muss der Pfleger einfach nur kurz aufs Klo oder so. Oh Gott, ich weiß nicht wohin. Doch, da. Ihr hier steht wieder da und wartet auf Dr. Carlson. Der ist aber am Pennen. Ach, übrigens, wurde ich in den Kommentaren auch bestätigt, was die Steuerung angeht. Jemand hat das Spiel auch und hat geschrieben, die Steuerung ist wirklich so lala. Man weiß nicht ganz genau, was man davon halten soll. Also, seht ihr, ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Die Steuerung ist wirklich ein bisschen komisch. Aber es geht noch. Oh nein! Okay, mal sehen. Dr. Davis hat geschrieben, dass du eine Migräne hast. Ja, das ist ärgerlich. Das tut mir leid für dich. Soll ich das Licht dimmen? Wow, Mitgefühl. Nein, nein, es ist schon okay. Bringen wir es einfach schnell hinter uns. Ja. Klar, ich werde ein paar Kopfschmerztabletten besorgen. Die muss ich offensichtlich anmischen, oder? So, komm, bitte, jetzt wieder ein bisschen mehr. Also 5 Milligramm. Ja, guck mal. Ja, endlich habe ich es mal geschafft. 5 Milligramm. So, und jetzt hier 3 Milligramm. Oh, ich hoffe, das klappt. Ja, ja, guck mal, Leute, es klappt endlich. Oh, es gab keinen Patch, Leute. Das ist absolut 15 Milligramm. Ja, guck mal, ich bin gut. Endlich habe ich es mal geschafft. Das wollte ich unbedingt mal schaffen in diesem Spiel. Endlich mal die richtige Medikation. Den Hausmeister brauchen wir noch für die ganzen Geister. Und wer gibt denn sonst den Werkzeugen so schöne Namen, wenn wir den Hausmeister nicht hätten? Und er ist bestimmt auch der Vater von Pias Kind, oder? Abstellkammer. Pia hat Nachtschicht gemacht, Hausmeister war auch noch da. Beide wussten nicht, was sie zu tun hatten, waren keine Patienten mehr da. Hatten Angst vor Geistern, wussten nicht, ob sie den nächsten Tag überleben. Da kann sowas mal passieren. Gut, hier, bitte nimm die und trinke viel Wasser. Ist Limo nicht dasselbe? Ja, ist auch Wasser drin, aber auch viel Zucker. Eigentlich nicht. Es kann den Körper sogar dehydrieren und könnte der Grund dafür deine Kopfschmerzen sein. Wasser. Ja, wir sollten nicht streiten. Du machst auch nur deinen Job, schätze ich. Gut, du kannst auch Limo trinken, ganz ehrlich. Ja, ist doch Wasser drin, oder nicht? Nein, natürlich. Lieber Wasser trinken, liebe Leute. Ist wirklich sinnvoller. Ich trinke jetzt gerade auch Wasser. Ich habe gerade eben Wasser getrunken. Und nicht so viel Limo. Alles gut. Hey, ihr hier. Hallo. Ihr Spitzname ist übrigens Peggy, falls ihr euch fragt. Hey, Alex. Ich weiß, dass das normalerweise nicht dein Job ist, aber weil der Hausmeister krank ist, liegt hier viel Müll herum, den keiner wegräumt. Könntest du vielleicht... Klar, ich habe es schon einmal getan und kann es wieder tun. Und was ist mit Peggy? Die hat's im Kreuz, oder wie? Oder sie darf von Berufswegen her keinen Müll aufheben, weil sie auch Handmodel ist oder sowas und da darf kein schmieriges Zeug dran. Hä? Bück dich doch selber. Ist doch wahr, oder? Wenn ich sehe, dass da irgendwo Müll liegt, heb ich den doch auf und ruf nicht jemanden, der den Müll aufhebt. Peggy, du Eingebildete. Okay, Peggy haben wir schon mal gefressen. Wir wollen wieder Pia zurück, die Hochschwangere. So. Jetzt, wenn du ganz cool bist, Alex, dann schmeißt du ihr jetzt den Müll auf den Tresen und sagst, hier hast du. So, räum selber weg. Komm, schmeiß ihn auf den Tresen, bitte. Auf ihr Sandwich. Bitte, tu's. Fertig. Gut, jetzt ist es, denke ich, an der Zeit, dass du und Dr. Davis euch zur Notaufnahme begebt. Hey. Renn nicht vor der Unterhaltung davon.
Er rennt. Er hat Bewegung langsam. Das spielt keine Rolle. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, dass du nicht so viel arbeiten würdest und dass wir Zeit miteinander verbringen würden. Du arbeitest doch auch, du Honk. Leute, tut mir leid, Hage, unterhalten wir uns so anders, Ripper. Vergiss aber nicht deine Schicht in der Notaufnahme, Alex. Rocco hasst Unpünktlichkeit. Ich werde auch Dr. Davis informieren. Dr. Davis, bitte begeben Sie sich zur Notaufnahme. Ich will aber wissen, was mit den anderen beiden ist. Streiten die jetzt? Gibt's da Gerangel? Schlagen die sich? Geht jetzt einer fremd dem anderen? Ich will das alles erfahren. Das ist hier doch eine Soap, dachte ich. Das ist Rocco. Warte mal, wie spreche ich den? Ich weiß nicht, wie ich den sprechen soll. Ihr seid also die neuen Frischlinge. Was? Tut einfach, was ich euch sage und wir werden keine Probleme haben. Es ist ja nicht so, als bräuchten wir noch eine weitere Ärztin, wenn wir einen Sanitäter hier haben. Hä? Nee, stimmt. Wir brauchen hier mehr als nur einen Arzt in diesem Krankenhaus. Sind Rettungssanitäter nicht Krankenpfleger mit berufsbegleitender Ausbildung? Typis, du läufst hier rein, als wüsstest du bereits wirklich alles. Stell dir nur vor, ich mache alles, was du machst und fahre dabei in einem genialen Wagen durch die Gegend. Ich bin mir sicher, dass meine Kollegin das nicht so gemeint hat. Glaubst du? Wie auch immer. Nimm einfach die Patienten auf, die reinkommen und versuch bitte nicht, allzu viele Fehler zu machen. Kapiert? Wir sind gerade erst wieder zurück aus und Carlson plagt unsere Patienten bereits mit Anfängern. Was war das? Dummheit. Ich hätte nichts sagen sollen. Fehler passieren. Ich bin sicher, dass du auch diese Beziehung wieder in Ordnung bringen kannst. Mit dem hat sie auch was? Alter Dr. Davis, du kommst ja ganz schön rum. Danke, Alex. Ich hoffe, dass du recht behältst. Oh, ich kann das Martinshorn hören. Er ist schon zurück mit einem Patienten für dich. Na dann. Wollen wir mal den Handschuh schnalzen? Und mal gucken, was der nächste Patient so für uns bereithält. Wer bist denn du? Okay, ich habe hier den ersten Patienten des Tages. Das ist Postbote Manfred. Er ist von seinem Fahrrad gefallen. Das wäre nicht passiert, wenn ich immer noch mein Auto gehabt hätte. Also dann, er hat ein paar Prellungen, die behandelt werden müssen. Hallo Manfred. Bitte nennen Sie mich Postbote Manfred. Ohne den Titel komme ich mir einfach ganz nackig vor. Verzeihung, ziehen Sie bitte Ihr Hemd aus, damit ich mir das einmal genauer ansehen kann. Ich sage dir doch, dass es nur diese Prellungen sind, aber mach doch, was du willst. Ja, soll sich die Ärztin das jetzt angucken oder nicht? Also, dieser Rocco. Okay, komm. Lila und Rot. Das sind aber ganz schöne Prellungen, du. Alter. Lila. Das und das. Ja, also wenn deine Prellungen schon diese Farben entwickelt haben, würde ich sagen, du musst dringend zum Arzt. So. Die Empfindlichkeit von dem Eltern könnte ich eigentlich auch mal einstellen. Okay, es sieht so aus, als hätten sie nur ein paar Prellungen. Nochmal Glück gehabt. Oh, was nennen Sie Glück? Ich muss immer noch die fehlende Post austragen und mein Fahrrad sieht jetzt aus wie ein alter Toaster. Das tut mir leid. Lassen Sie mich eine Krankenschwester rufen, damit wenigstens deine blauen Flecken aufhören. Zu schmerzen. Und ich kann dir abends mit deiner Post helfen. Nur zwei? Ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte. Es ist aber nett von dem Sanitäter, dass er ihm bei der Post helfen. Dafür, dass er so ein riesen Arsch gewesen ist die ganze Zeit, dass er mit der Post helfen will, finde ich toll. Und? Prellungen, wie ich gesagt habe, oder? Ja. Wie immer, ich weiß, was ich tue. Ihr Neulinge solltet lieber mal zuhören. Ich bin nur gründlich, ja? Ich muss die Leute gründlich analysieren, um eine Diagnose zu stellen. Und ich habe dich zum Beispiel jetzt auch gründlich analysiert und festgestellt, dass du eine Arschbacke bist. Das hätte ich durch einmal Schätzen nicht rausgefunden. Jetzt habe ich mich ausgiebig mit dir beschäftigt und weiß, definitiv Arschbacke. Ich versuche einfach fleißig zu sein. Nun ja, das klingt fair.
Allerdings werde ich gerade angepiept, du Besserwisser. Ich werde in ein paar Minuten wieder zurück sein. Genug Zeit für einen Krankenpfleger, um dem Postboten im Arztzimmer auszuhelfen. Ach, ja, von wegen. Ich dachte schon, wir Pfleger wie, der Sanitäter, wie nett der ist, dass er dem Postboten helfen will. Nein, er schickt schon wieder irgendjemand anderen. Das ist doch krass. Die Leute geben hier ihre Aufgaben alle immer ab. Was ist los mit denen? Krankenpfleger Alex und Dr. Davis sind die einzigen, die hier vernünftig arbeiten. Und das aber auch nur auf einem sehr, sehr minder bemittelten Niveau. Immer steht die Augenbrauen zieht. Hallo, ich habe gehört, dass du hier der Postbote bist. Postbote Manfred, stets zu diesen. Ich war es immer gewöhnt, meine Post mit einem Auto abzuliefern. Heutzutage muss aber alles gesund sein, also bin ich aufs Fahrrad umgestiegen. Oh, aber Fahrradfahren ist so gut für den Körper. Nicht, wenn du runterfällst, oder? Vielleicht, aber lass mich deine blauen Flecken behandeln. Dann wirst du dich viel besser fühlen. Einfach draufdrücken. Wegdrücken, oder? Die blauen Flecken. Habe ich tatsächlich sogar von Leuten schon mal gehört, dass sie das machen. Sie drücken den blauen Fleck weg, damit der nicht entsteht. Dann damit irgendwie das... Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber es ist tatsächlich so. Kann ich das bei dem jetzt auch machen? Ich bin Arzt. Nachdem ich das Spiel jetzt gespielt habe, bin ich definitiv Arzt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, BXX. Erstmal sprayen. Dann einen ordentlichen Lappen drauf. Und AAA. Ja, wir schicken zu den anonymen Alkoholikern. Weil wieso fällt man sonst vom Fahrrad? Da muss ja was schon was im Argen liegen, schon grundsätzlich. Das ist es, so gut wie neu. Danke, ich fühle mich wirklich besser. Ich wusste gar nicht, dass meine blauen Flecken aussehen wie Kratzer. Bist du bereit, wieder auf das Fahrrad zu steigen? Vielleicht. Nicht heute, aber morgen, ja? Ja, also das war der schnittigste blaue Fleck, den ich jemals gesehen habe. Und natürlich ist im blauen Fleck auch wieder das Pflaster verschwunden, ist ganz klar. Weil ein blauer Fleck ist so tief, da kannst du gar nicht gucken. Ein Patient braucht einen Krankenpfleger auf der Station. Pia ist auch wieder da. Peggy und Pia wechseln sich alle 5 Minuten ab. Mann, ich will gar nicht so viel lästern über das Spiel, aber das Spiel gibt mir gar keine andere Wahl. Hallo Pia, nee, bist du ja gar nicht, du bist ja Peggy. Pia ist schon wieder nach Hause gegangen, die war für 5 Minuten hier. Dann hat sie Schwangerschaft, dann hat sie Frühwehen gekriegt, weil ihr Kind ist ja auch viel weiter fortgeschritten, als wir dachten. Und dann muss sie mal kurz für 5 Minuten nach Hause sich hinlegen und dann kommt sie wieder für 5 Minuten. Oh Gott. So, soll ich wieder das Fenster aufmachen, Betten aufschütteln, ihre Katze füttern? Hallo Pfleger, es wird aber auch Zeit, dass jemand auftaucht. Ich habe eine Frage. Ich glaube, mein Doktor hat mir irgendwas von einem leeren Magen vor einer Operation erzählt. Ja, damit wir das Hühnchen besser reinkriegen. Wenn der Magen voll ist, dann passt das nicht mehr rein. Aber ich fühle mich so durstig. Das ist kein Problem. Deine Operation findet am Abend statt. Du solltest 6 Stunden vorher nichts mehr essen. Aber du kannst noch bis zu 2 Stunden vorher Wasser trinken. Das ist gut zu wissen. Könnte ich dann bitte ein Glas Wodka-Wasser haben? Klar, lass mich dir welches holen. Okay, das ist jetzt zum Glück endlich mal eine Aufgabe, die halt wirklich der Pfleger machen muss, ne? Ja, so Wasser bringen und sowas, dann aufpassen, dass die Patienten nicht dehydrieren und so. Das ist tatsächlich etwas, was der Pfleger machen kann. So fühle ich mich wohl. Alex, das ist jetzt endlich mal was du wirklich tun kannst, ne? Mit gutem Gewissen. Aber nicht selber trinken. Natürlich sehen wir wieder das Glas Wasser nicht. Psst. Wir wollen nicht mehr so viel lästern, haben wir gesagt. Wir tun einfach mal so, als ob das Glas Wasser da wäre. Wir spielen jetzt einfach mal mit. Wir tun jetzt so, als wäre es das perfekt ausbalancierteste Spiel der Welt. Keine Bugs. Und es ist immer noch mega gruselig, dass da unten drunter beide sind. Seht ihr das nicht? Da liegt jemand unterm Bett. Das sind doch Beine. Das ist mega gruselig. Lea. So erfrischend, danke. Kein Problem.
Notfall, wir brauchen dringend einen Krankenpfleger in der Notaufnahme. Lass mich raten, irgendjemand hat seine Cola verschüttet und ich muss es aufwischen und zwar ganz dringend, weil der Hausmeister ist ja krank. So. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Musik hier, ne? Wobei, läuft im Krankenhaus eigentlich Musik? Ohne Witz jetzt. Läuft da Radio oder sowas? Gerade im Wartebereich? Das wäre schon irgendwie ein bisschen angemessen. Wobei, die müssen sich ja eigentlich auch konzentrieren. Gerade die Ärzte und so. Okay, hör gut zu, Neuling. Das hier ist Janine. Hi! Wir erhielten einen Anruf aus einem Restaurant, in dem sie wahrscheinlich etwas gegessen hatte, was sie nicht hätte essen sollen. Ist das für Pizza? Kein Gerede, Janine. Es ist ganz offensichtlich eine allergische Reaktion. Ah, okay. Du hast sie also bereits diagnostiziert, richtig? Ja, genau. Endlich hört mir jemand zu. Janine braucht lediglich eine Injektion. Okay, folge mir bitte in das Behandlungszimmer. Ab ins Behandlungszimmer. Ich finde es aber irgendwie fast ein bisschen lustig, wie sie spricht. Kann sie sich nicht überlegen, ob sie das hauptberuflich machen möchte, so zu sprechen oder so? Dann lässt es einfach so. Gibt bestimmt ein paar lustige YouTube-Videos daraus. Okay, jetzt fällt dir das Reden offensichtlich etwas schwer. Also möchte ich, dass du einfach nicht nickst, wenn ich richtig liege, okay? Okay, ist diese Art von Reaktion schon einmal vorgekommen? Jedes Mal, wenn du etwas isst, das du nicht essen solltest? Okay, ich gebe dir jetzt eine kleine Spritze. Das sollte die Schwellung abklingen lassen. Nick bitte einfach, wenn du bereit bist. In ein paar Minuten wirst du wieder normal sprechen können. Ich habe eindeutig zu viel Spaß an dem Spiel. Das weiß ich jetzt mittlerweile, wie es geht. Oh. Ich mach's nur nicht richtig. Ich kann den rechten... Ah doch, jetzt hier. Ich weiß, wie es geht, aber ich krieg's nicht hin. So, jetzt treffen sie sich. Also wenn man das so willkürlich macht, das sieht ein bisschen aus, als ob der Pfleger besoffen wäre, so... Das muss da reinpieksen. Na, guck mal, sie ist glücklich. Nun, ich denke, die Schwellung sollte zurückgehen. Ja, warte kurz, warte. Moment. Versuch's jetzt. Jetzt? Oh, ja, es ist. Ja, es kann ein bisschen dauern, bis es wieder so ist wie früher. Aber ich denke, es wird gehen. Ah, ich hätte wissen sollen, dass es in dem Curry Erdnüsse drin waren. Aber vielen Dank. Ja gut, zwei. Ich habe mir aber ein bisschen blöd angestellt, muss ich sagen. Ein kleines bisschen blöd war's. Jetzt ist sie geplatzt. War wohl doch nicht die richtige Spritze. Guten Abend zusammen. Alle Patienten wurden behandelt und sind zufrieden. Zeit für den Feierabend. Oh, der nächste Tag ist schon vorbei. Aber was ist jetzt mit Julio und seiner Hanmin Solo? Die beiden hatten doch Stress. Mama hat davon nichts mitgekriegt. Ist jetzt einer gestorben von den beiden? Die haben schon Feierabend gemacht. Hallo, meine Lieben. Wie war eure Schicht? Ist es schon vorbei? Die Zeit vergeht... Achso, das sagt Alex. Entschuldigung, ich verwechsel lieber. Ist es schon vorbei? Die Zeit verging schneller, als ich dachte. Ich glaube, ich habe Rocco an einem schlechten Tag erwischt. Nimm es nicht persönlich. Das Ego von Rocco kann Berge versetzen. Niemand ist unfehlbar und ich denke, ihr habt unterschiedliche Stärken und Ansichten. Wenn du einen Weg findest, zusammenzukommen... Er denkt, dass er ein echter Doktor ist. Warum grinst du so, Neuling? Besprechen wir das untereinander. Der Rest von euch bitte verschwindet. Ich will nicht mit dem alleine sein. Der haut mir die Fresse. Los geht's, meine Lieben. Nein. Wenigstens mag er ihn auch nicht. Was? Eden? Heißt der Eden mit Vornamen? Ich frag mich, warum er so unhöflich ist.
Ich weiß, was du meinst, aber er ist der beste Sanitäter hier in St. Valley. Er ist auf einmal nett zu den Patienten. Wie auch immer, Alex, ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Ich habe Dr. Carlson schon seit Stunden nicht mehr gesehen, seit er in den Personalraum gegangen ist. Ich hoffe, mit Dr. Carlson ist alles in Ordnung. Ich werde versuchen, ihn zu finden. Der pennt. Oder schmust mit seiner Schildkröte. Oder wir erwischen ihn beim Schäferstündchen mit Pia. Wir wissen ja immer noch nicht, wer der Vater ist. Und die kommt immer mal wieder hierher. Das wäre ja zumindest sehr, sehr auffällig, oder? Nein, Snappy. Dr. Carlson? Nein, Snappy, friss nicht schon wieder meinen Gehaltscheck. Dr. Carlson, du träumst. Dr. Anderson, Oberschwester Eleanor hat uns gebeten, ihnen zu helfen. Was, Dr. Anderson? Jetzt ist es auf einmal Dr. Ach Gott, ihr habt doch echt alle eine Waffel. Hallo, Alex. Du bist schlafgewandelt. Soll ich dir eine Tasse Kaffee holen? Eine Tasse Unterstrich Kaffee, ist was ganz anderes. Ist entkoffeiniert. Deswegen der Unterstrich. Nein, ich glaube, dafür ist es zu spät. Ich glaube, ich könnte etwas Bewegung brauchen. Vielleicht ein paar Liegestütze? Nein, ich brauche etwas, das mich wirklich in Schwung bringt. Deswegen kommt ja Pia immer mal wieder vorbei, um deinen Blutdruck in Schwung zu bringen, ne? Ah, dann weiß ich, was du brauchst. Lass mich dir meinen Tanz zeigen. Danke, Liebes. Dieser Tanz macht meinen Tag perfekt. Ach, übrigens, wie spät ist es? Es ist fast Feierabend. Oh, ist es tatsächlich schon Feierabend? Wir sollten die anderen nicht warten lassen. Und meinen Patienten vor allen Dingen, der liegt immer noch offen auf dem Operationstisch. Den habe ich voll vergessen. Alter, Mann. Dieses Krankenhaus, ne? Na, wie war das? Der Nervenkitzel in der Notaufnahme, der Adrenalinrausch. Ach, wenn ich doch noch jünger wäre und nicht so alt und ständig einschlafen würde. Aber Adrenalin wegen dem offenen Patienten, der jetzt fast gestorben wäre. Oh, das war schon ein Kick, ne? Würdest du wirklich wieder in der Notaufnahme arbeiten wollen? Nein, natürlich nicht. Das wäre zu stressig. Ich mag ruhige Dinge wie Schildkröten und so. Vielleicht sollte ich mich morgen wie einer anziehen. Du weißt schon, weil ja Halloween ist und so. Ja, das macht die Seriosität hier in diesem Krankenhaus wirklich auf jeden Fall nochmal deutlicher. Das hebt es auf ein neues Niveau. Du hast bereits einige Waschbärkostüme gekauft, erinnerst du dich? Ach ja, ein Wunsch meiner Enkelin. Nun, warum seid ihr alle noch hier? Geht und gönnt euch eure wohlverdiente Ruhe. Keiner möchte gehen? Doch, Tag 5. Genau. Das machen wir dann aber das nächste Mal. Was wird das nächste Mal passieren? Wird es zwischen Julio und Han Solo Min irgendwas einen weiteren Streit geben, beziehungsweise werden wir mehr erfahren? Wir wissen immer noch nicht, wer Pias Vater ist und warum sie immer mal wieder hier auftaucht. Und wieso ist Peggy eigentlich immer noch an der Rezeption, obwohl der Chefarzt jetzt gerade eben gesagt hat, wir sollen alle nach Hause gehen. Fragen über Fragen, die uns heute Nacht plagen werden, aber die wir morgen vielleicht beantworten können, das könnt ihr mitentscheiden, indem ihr eine positive Bewertung dalasst für dieses fantastische Krankenhaus und für diesen fantastischen Toffee und für diese Frau, die jetzt gerade eben nach Hause geht. Nee, sie geht nicht. Sie überlegt noch kurz. Sie wartet die Abmoderation ab. Tschüss! Schwester Eleanor! Das ist sie doch, oder? Hast du noch was vergessen? Wo geht sie hin? Ich frag dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.